Es ist eine große Freude, diesen besonderen Moment mit Ihnen zu teilen. Die Eröffnung des La Maison Valmont in München. Ich heiße Laurence Platz und bin die Geschäftsführerin der Valmont-Gruppe in Deutschland, Österreich, die Schweiz und Polen. Aber der Ideengeber Inspirateur und Initiator dieses Objekts, in dem Sie sich gerade befinden und was es zu entdecken gilt, Herr Didier Guillon, Präsident der Valmont-Gruppe und künstlerischer Direktor. Seit Jahren träumte er von einer Maison Valmont in München, welche alle Qualitäten vereint, die ihm am Herzen liegen. Zugleich eine Hauptstadt der Qualität, des Erfolgs und der Schönheit, aber auch eine Hochburg der Kunst. Es war in der Tat der ideale Rahmen, um das Valmont-Konzept, das Valmont-Maisons-Konzept in einer vollständigsten Form zu präsentieren, einzigartige Emotionen durch unsere Produkte und Accessoires, unsere Beauty-Behandlungen und einen Raum, der den künstlichen Ausstellungen unserer Stiftung gewidmet ist. Der Zauber dieses alten Kutscherhauses, in dem wir heute Abend sind, besteht darin, dass es jede der drei Dimensionen der Valmont-Gruppe zusammenbringt und ihnen gleichzeitig einen separaten bietet. Die Valmont-Trilogie unter einem Dach, aber jedes Thema hat seine eigene Etage. Im Untergeschoss unserer Galerie finden Sie die von Didier inspirierte und initiierte Ausstellung The Elegant Symmetry of the Gorilla. Nach seinem erfolgreichen Halt in New York ist der Gorilla in München angekommen und wir hier noch bis zum 17. Februar ausgestellt bleiben. Das gesamte Produktportfolio von Valmont gibt es hier im Erdgeschoss zu entdecken. Sie finden hier die unnachahmlichen Anti-Aging-Produkte von Valmont und die Luxuspflege von Elixir de Glacier. Olfaktorisch nimmt die Erdgeschoss auf Reise mit nach Venedig zu den Düften von Story Venetiale bei Valmont sowie die Artistik-Düften von Il Profumo. Der Obergeschoss ist ganz dem Wohlfühlen gewidmet. Eine Oase inmitten Münchens Herz lädt sie ein, die einzigartigen Pflegebehandlungen von Valmont kennenzulernen. Wir freuen uns, Sie als geschätzte Gäste heute Abend ganz exklusiv vorab in einem ausgewählten Kreis begrüßen zu dürfen und mit Ihnen die Eröffnung unseres neuen Juwels zu feiern. Und tauchen Sie ein in die Welt von Valmont. So I would like to thank Laurence. Thank you. I would like to thank also and congratulate all the German team. Can I have the German team, please? Because without the German team, we couldn't open this beautiful townhouse. So if you want any information about my exhibition downstairs, I'm ready to go with you and to give you all this information. I would prefer now to be considered as a small artist than the president of a company.